Diese App verspricht eine Menge. Personalisiertes Training durch einen digitalen Fitnesscoach. Nicht nur fürs Workout zu Hause, sondern auch outdoor und in organisierten Gruppen. Wir haben das Münchner Startup dahinter besucht, das mit der App mittlerweile über 40 Millionen User auf der ganzen Welt trainiert. Aber ist das wirklich besser als klassisches Fitnessstudio? Wir haben es getestet und das Ergebnis hat uns mehr als überrascht. Zwei unserer Praktikantinnen wollen es wissen. Irina testet Freeletics. Hanna geht in ein günstiges Fitnessstudio. Beide sind fast gleich groß und haben ein ähnliches Gewicht. Wie stark werden sie sich steigern? Ihre Challenge? 4 Wochen lang wollen sie 3-mal in der Woche trainieren. Und das ist ihr Ziel. Ich möchte auf jeden Fall fitter werden, aber eben auch vielleicht, dass ich an gewissen Problemzonen an mir arbeiten kann. Mehr Ausdauer bekommen, dass ich nach einem kurzen Sprint, den ich vielleicht auch manchmal machen muss, nicht gleich aus der Puste bin. Damit wir einen Unterschied messen können, testen wir erstmal ihre aktuelle Fitness. Wie viele Sit-Ups schaffen die beiden in der Minute? Wie lange halten sie den Plank? Und wie viele Liegestütze schaffen sie überhaupt? Okay. Noch sind die beiden ähnlich fit. Am Ende der Challenge werden wir die Vorher-Nachher-Werte miteinander vergleichen. Wir wollen es aber auch ganz wissenschaftlich haben. Deshalb machen Irina und Hanna noch ausführliche Tests beim Sportmediziner. Mithilfe einer speziellen Zange lässt sich die Verteilung des Körperfetts analysieren. Dann geht's zur Leistungsdiagnostik. Unter einer Maske wird die Sauerstoffaufnahme bei steigender Belastung gemessen. Die Mädels müssen auf dem Fahrrad bis an ihr Limit gehen. Auch der sogenannte Laktattest liefert wichtige Werte über das Fitnesslevel. Das Ergebnis? Grundsätzlich ist es natürlich gut, dass sie beide zumindest mal den Wert in etwa erreichen, den man sich wünscht im Alter. Aber ich denke, da ist noch bei beiden Potenzial, das mit einem regelmäßigen Training auch gut zu verbessern. Hanna geht ab jetzt 3-mal die Woche in ein Fitnessstudio, das 20 Euro im Monat kostet. Irina zahlt dagegen monatlich nur knapp 7 Euro, muss dafür aber erstmal ihre eigene Fitness einschätzen, die Art des Trainings auswählen und sich am Ende für einen der vorgeschlagenen Trainingspläne entscheiden. Ich nehme mal das Fatburn. Ich habe auch manche Stellen, wo ich mir eben vorstellen könnte, ein bisschen abzunehmen. Also so Bauch, Hüfte, Po. Irina erhält jetzt auf ihr Profil zugeschnittene Trainingseinheiten. In kurzen Videos bekommt sie die einzelnen Übungen vorgeturnt. Für die korrekte Ausführung hat jede Übung auch einen Infokasten. Der Haken? Niemand korrigiert die richtige Ausführung der anspruchsvollen Übungen. Der Ablauf ist genau vorgegeben. Vom Aufwärmen über High-Intensity-Training bis hin zum Cooldown. Jedes Training dauert im Schnitt nur etwa 30 Minuten. Klingt easy. Die Übungen haben es aber in sich. Nicht umsonst ist Freeletics für sein hartes Trainingsprogramm bekannt. Ah, das ist extrem anstrengend. Ich komme nicht mehr hoch. Nein, also das geht nicht. Zum Glück kann Irina ihrem virtuellen Coach nach jeder Übung Feedback geben. Angeblich wertet die künstliche Intelligenz hinter der App Irinas Trainingsverhalten aus und passt daraufhin individuell den Trainingsplan an. Ob das für die nächsten Wochen wirklich funktioniert, werden wir testen. Denn nach Tag 1 ist Irina noch verhalten. Ich habe es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Es war schon genug für heute, würde ich sagen. Also recht anspruchsvoll. Im Gegensatz zu Irina stellt sich Hanna ihr Workout selbst zusammen. Kurzes Ausdauertraining auf den Crosstrainer. Dann geht's an die Kraftgeräte. Und wie findet sie es bis jetzt? Also das Ding ist halt, dass man sich immer motivieren muss, noch mal rauszugehen und dahin zu gehen. Aber man kann es ja nicht zu Hause machen. Wir sind gespannt, wie sich Hanna und Irina im Vergleich entwickeln werden. Die App ist ja sehr erfolgreich. Schon über 40 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sie installiert. Die Idee dafür hatten 3 Studenten aus München. Das Headquarter ist immer noch hier. Wir schauen vorbei und treffen uns mit CEO Daniel. Er erzählt uns, dass alles gar nicht mit einer App anfing. Weil wir kein Geld hatten, war das Erste, was wir gemacht haben,
Leute tatsächlich offline auf dem Trainingsplatz zu trainieren, zu sehen, wie das funktioniert, wie das ankommt. Erst danach haben wir Trainingspläne in PDFs umgewandelt und die online verkauft, um die Entwicklung unserer App zu finanzieren. Das Konzept ging auf. Inzwischen ist Freeletics mehrere Millionen Euro wert. Das Unternehmen expandierte von München aus über ganz Europa bis nach Asien, Südamerika und die USA. Ob allein oder in der Community, trainiert wird überall. Aber warum hat es ausgerechnet diese App so weit gebracht? Das eine ist hochpersonalisierte Trainingspläne, die sich täglich an die Wünsche und das Verhalten des Nutzers anpassen. Als auch eine tolle Community, die es auch den Menschen hilft und ermöglicht, sich da einzubringen und zu motivieren. In den meisten großen Städten gibt es die Möglichkeit, in der Gruppe zu trainieren. Auch Irina probiert in München das Community-Training aus. Organisiert wird das Ganze über Facebook- und WhatsApp-Gruppen. Einerseits motivierend, andererseits auch etwas einschüchternd. Ich habe ein bisschen Angst, dass alle übermotiviert sind und super fit sind und ich nicht mithalten kann. Eins, zwei und go! Vor Ort ist immer ein Gruppenleiter, der ein Workout aus der App auswählt. Okay, dranbleiben, go, go, go! Die Community hat einerseits den Vorteil, dass man Austausch und Gruppenfeeling hat. Andererseits gibt es hier keinen personalisierten Trainingsplan. Alle machen das gleiche, ziemlich straffe Workout. Und wie war's für Irina? Also mehr Motivation bekommt man hier. Aber es war auch doppelt so anstrengend. Auch Hanna powert sich im Fitnessstudio ganz schön aus. Statt einer Community motivieren sie die Möglichkeiten der verschiedenen Geräte. Inzwischen ist die erste Woche fast rum. Wie läuft's mit der App? Ich kämpfe, weil ich einen Bauchmuskelkater habe. Und jetzt muss ich das auch die ganze Zeit wieder machen. Trotz Feedback scheint die künstliche Intelligenz den Trainingsplan in der ersten Woche noch nicht auf Irina abgestimmt zu haben. Und wie soll das überhaupt funktionieren? Wir treffen Vanessa Gebhardt. Sie ist Personal Trainerin und ein wichtiges Brain hinter der computergesteuerten App. Es geht darum, dass wir bestimmte Grenzen einstellen und die Intensität so einbauen, dass du auch an deine Grenzen kommst, aber auch Spaß dabei hast. Und das schaffen wir, indem wir mit dem Feedback, das du uns gibst, und darauf basierend geben wir dir entweder einen Schritt weiter, wir gehen einen Schritt zurück mit dir und das können wir täglich machen. Das ist der Algorithmus dahinter. In der zweiten Trainingswoche müsste sich Irinas Personal Coach dann ja eigentlich angepasst haben, oder? Mir kommt schon manchmal vor, dass das Training an mich angepasst worden ist. Also es ist klar mega anstrengend, aber machbar. Es läuft also inzwischen gut. Irina trainiert sogar während ihres Kurztrips in Barcelona. Das ist eben das Coole daran, dass ich die App eigentlich überall mit hinnehmen kann. Aber auch Hanna ist weiter motiviert. Trainiert statt in München sogar zu Hause in Stuttgart, weil ihr Fitnessstudio eine Kette ist. Doch dann der Rückschlag. Ich liege mit einer Erkältung im Bett und deshalb kann ich zurzeit gar nicht trainieren. Ein fieser Break für unser Experiment. Ganze 2 Wochen fällt Irina aus. Auch Hanna setzt deshalb mit dem Training aus. Wir wollen aber trotzdem wissen, was ist effektiver, Freeletics oder Fitnessstudio? Deshalb verlängern wir unser Experiment um weitere 4 Wochen, ausgerechnet über die Weihnachtszeit. Trotzdem zieht Hanna ihren Fitnessplan konsequent 3-mal die Woche durch. Bei Irina lässt die Motivation aber rapide nach. Statt mit Freeletics zu trainieren, zieht es sie auch mal in die Berge. Ich sehe das eben so ein bisschen als Ersatztraining an für heute. Für unser Experiment hält Irina dann aber doch mit Freeletics durch, obwohl sie sich immer mehr quälen muss. Ich hätte mir jetzt echt eine Pause gewünscht, aber es geht direkt weiter. Inzwischen ist sie mit den Personalisierungen ihrer Trainingseinheiten immer unzufriedener. Ich habe immer wieder im Feedback angegeben, dass ich Schwierigkeiten mit Burpees habe und sie kommen immer wieder.
Nach 8 Wochen ist die Testphase rum. Davon 2 Wochen Unterbrechung wegen Krankheit. Wer konnte sich stärker verbessern? Irina mit Freeletics oder Hanna im Fitnessstudio? Zuerst testen wir wieder die Kraft. Wie viele Sit-Ups schaffen die beiden jetzt in der Minute? Wie lange halten sie den Plank? Und wie viele Liegestütze schaffen sie inzwischen? Das Ergebnis? Ziemlich krass. Beide haben sich deutlich verbessert. Irina war eindeutig mehr. Um bis zu 100%. Der Punkt geht eindeutig an die Trainings-App. Und wie sieht's mit Ausdauer und Fettanteil aus? Beide bekommen wieder eine ausführliche Analyse beim Sportmediziner. Beide haben Körperfett verloren. Die Irina hat allerdings doppelt so viel Körperfett verloren gegenüber der Hanna. Überhaupt ist ein Verlust von etwas mehr als 4% Körperfett in doch relativ kurzer Zeit schon sehr, sehr beeindruckend. Es ist aber ganz gut erklärbar, weil man eben bei diesem extrem hochintensiven Training die ganze Zeit im ganz hochkalorischen Bereich trainiert. Das heißt, man verbrennt sehr, sehr viele Kalorien und dadurch verliert man in kürzer Zeit schneller Fett. Irinas krasses Training hat sich also in Bezug auf Fettverbrennung gelohnt. Und was macht die Ausdauer? Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei der Hanna sich die maximalen Werte nicht verbessert haben, dafür die Grundlagenkondition etwas besser. Und bei der Irina haben sich die Maximalwerte schwerst beeindruckend verbessert, was sicherlich infolge dieses hochintensiven Trainings ist. Die App ist damit Testsieger in allen Fitnessbereichen, aber langfristig gesehen bin ich ein bisschen skeptisch, was dieses Intensive angeht, weil wir doch häufig erleben, dass man an eine gewisse Grenze kommt und das letzten Endes sich nicht ständig weiter steigern lässt. Es stagniert in der Regel irgendwann, während dieses langsame aufgebaute Training, wo man dann auch die Gewichte und die Ausdauereinheiten steigert, doch das in der Summe etwas nachhaltigere Training ist. Das spiegelt sich auch im Fazit der Mädels wieder. Also die Ergebnisse hauen mich schon vom Hocker. Aber trotzdem würde ich Freeletics nicht weitermachen. Einfach weil einige Workouts meiner Meinung nach viel zu anstrengend waren für mich. Und ich dann am Ende auch nicht mehr so viel Spaß daran hatte. Eigentlich fühle ich mich jetzt fast noch motivierter. Anscheinend ist es so, wenn man jetzt eben noch länger so das Training weiterführt, wie ich es mache, dann werde ich über einen längeren Zeitraum gesehen halt erst Ergebnisse sehen. Und das sagt ja eigentlich nur, dass es 2 verschiedene Arten von Training sind. Für welche Trainingsart man sich entscheidet, sollte man also davon abhängig machen, wie schnell oder nachhaltig man fit werden möchte. Und vor allem, woran man langfristig mehr Spaß hat.